Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserem neuen Upload-Plan für die Woche vom 24. April bis zum 30. April. Diese Woche geht es weiter mit Sims 4 in der Großstadt, in Windenburg und natürlich auch der City Life Challenge am Wochenende. In Star Stable dürfen wir uns auf weitere Story-Quests freuen. Ein Pferdekaufvideo eines der Haflinge aus der Fohlen-App steht auch noch an und am Mittwoch haben wir ja dann als Update das große Firgrove Makeover. Firgrove wird überarbeitet, Star Stable hatte da schon ein paar Einblicke gewährt auf ihrem Kanal und ich bin sehr gespannt darauf. Wir werden uns das dann auf jeden Fall mal näher anschauen. In Tales of Berseria geht es natürlich auch spannend wie eh und je weiter. Final Fantasy A Realm Reborn gönnt sich am Montag eine kurze Verschnaufpause, da wir noch keine Truppe für den Kampf gegen die Ultima-Waffe finden konnten. Stattdessen zeige ich euch ein paar neue Haustiere, ein neues Reittier und gebe euch einen kleinen Einblick in den Taumaturg und in den Hermetiker, die später zum Black Mage, zum Schwarzmagier und zum Beschwörer werden. In Planet Coaster geht es natürlich auch weiter mit der Go-Kart-Bahn, die darf nicht fehlen. Farmville 2 steht auch weiterhin auf dem Plan, genauso wie Elysia Online mit dem Stream am Freitag. Aber dazwischen seht ihr etwas Altes, Neues. Riding Out geht weiter. Am Montag kommt nämlich das nächste Riding Out Update, das lang erwartete Riding Out Update. Ich habe es jetzt ab Montag im Plan drin. Es kann aber auch gut sein, dass die erste Folge erst wieder am Dienstag kommt, je nachdem ab wann am Montag das Update verfügbar ist. Denn ich muss es ja natürlich auch erst noch aufnehmen, schneiden, rendern und hochladen. Von daher denke ich, dass es wahrscheinlich eher ab Dienstag losgeht. Aber ihr seht es, das steht dann auch wieder für 5 Tage die Woche auf dem Plan. Und auch bei Fabi in Minecraft Star Stablecraft geht es weiter mit dem Bau von Vorpinta. So viel steht gar nicht mehr an, bevor es dann weitergeht mit den Vorpinta Stories. Mal schauen, wie weit wir diese Woche kommen. Natürlich folgt nachher dann auch noch der Streamplan von Fabi. Da gibt es die ein oder andere Änderung, denn diese Woche kommen ein paar neue Spiele raus. Auf was ihr euch da dann so alles freuen könnt, das erfahrt ihr aber wie gesagt nachher noch im Streamplan. Ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß mit den Videos der neuen Woche, hoffe, dass ihr gut in die neue und durch die neue Woche durchkommt und ja, wir sehen uns, wenn ihr mögt.